Wo führen hier die Gänge hin? Oh mein Gott, Leute. Was haben wir hier entdeckt? Ist das hier der Unterschlupf von Team Böse? Hey, yo, Leute. Crymax hier. Was geht, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft, Leute. Wir sind heute natürlich mal wieder in Paul Berger Hills in unserer Luxusvilla hier unterwegs, Leute. Ich stehe hier mal von unserer wunderschönen Couch auf, Leute. Wir sind bei uns zu Hause und ich würde sagen, wir checken mal ab, was heute mal wieder so in Paul Berger Hills abgeht, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze immer feiert. Ich habe hier nach dem Angriff letztes Mal vom Lotus-Clan meine Bude hier mal wieder ein bisschen repariert, Leute. Also jetzt sieht hier eigentlich mal alles, würde ich sagen, wieder richtig gut aus, Leute. Wir haben hier erst vor kurzem umgebaut, hier mit der Küche und so. Und ich würde sagen, mittlerweile ist unser Haus echt so eine 10 von 10. Oder würdet ihr hier irgendwie noch was ändern? Wobei, wir müssten hier eigentlich mal noch so einen Tisch hier außen hinstellen, so hier in unserer Barbecue-Ecke. Aber das können wir vielleicht später noch machen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, was in der Stadt so abgeht. Wir haben auch schon echt länger nicht mehr in unseren Briefkasten reingeschaut. Vielleicht sollten wir da mal reinschauen, Leute. Oh, wir haben sogar eine Nachricht, Leute. Flauschis Bäckerei-Eröffnung. Hä? Flauschi hat eine Bäckerei eröffnet? Hä? Das ist ja voll krass, Leute. Hat die hier in Paul Berger Hills eröffnet oder was? Davon weiß ich ja noch gar nichts. Ihr wisst ja, Flauschi, Leute, die wohnt ja hier. Das ist ja quasi unsere direkte Nachbarin. Da müssen wir eigentlich mal schauen. Wo ist das denn, Leute? Ich gucke mich hier mal um. Ist hier irgendwo in der Stadt ein neues Gebäude oder sowas? Weil eigentlich ist hier ja gar kein Platz mehr in Paul Berger Hills. Okay. Also ich sehe hier irgendwie gerade mal nichts Neues. Oh, Leute, ich liebe das auch, Leute. Die Stadt ist so schön von oben. Ich liebe unsere Stadt Paul Berger Hills. Aber ich würde sagen, wir fliegen mal kurz rüber nach Lake Town. Ja, Timmy muss hier auch unbedingt seine Yacht mal irgendwie fertig kriegen. Also die ist irgendwie auch noch nicht ganz fertig gebaut. Aber naja, wir fliegen mal kurz rüber nach Lazytown. Da waren wir auch schon länger nicht mehr. Vielleicht hat Flauschi ja ihre Bäckerei drüben in Lazytown gebaut, Leute. Wir fliegen hier mal rüber. Ich meine, Lofty hat ja hier auch seinen KFC, Leute. So, zack, gehen wir mal rüber. Oh, wir brauchen neue Raketen. So. Oh, warte mal. Das sieht doch hier nach Flauschi aus. Das ist hier pink und weiß. Wir gehen da mal hin. Oh, moin. Hallo? Hallo? Flauschi. Oha, Max. Alter, ich habe dein... Du bist ja endlich gekommen. Ja, ich habe deine Post bei mir im Briefkasten gesehen. Bäckerei hast du eröffnet hier. Ja, die ist richtig schön geworden. Ich sag dir ehrlich... Hä, hey, das sieht hier voll so fancy aus mit dem Rosa und Pink hier. Das ist wie so eine Tapete. Boah, voll cool gemacht. Oha, aber warum hast du das hier in Lazytown gebaut? Weil ich wurde nur angegriffen in Paul Berger Hills. Mein Haus wurde angezündet. Dann wurde ich zweimal entführt. Nein. Und das war mir zu viel. Deswegen wer hat dich denn entführt? Lofty, warum baust du alles ab? Ich weiß gar nicht genau. Ja. Aber ihr schenkt mir richtige Stühle und Tische. Alter, ey. Aha. Mein Geschenk für dich. Ja, cool, cool. Danke. Ja, neue Möbel. Ja, schön, schön. Ja, du Flauschi, das tut mir leid, dass du in Paul Berger Hills in meiner Stadt nicht so eine gute Zeit hattest. Ey, Mann, so darf das eigentlich echt nicht sein. Eigentlich sollten alle da sicher sein, alle Einwohner. Ja, aber jetzt bin ich hier und hier ist alles gut, weil hier bin ich ja ganz allein in Lazytown. Ja, Lazytown ist ja wie so eine Geisterstadt. Aber hast du denn auch schon irgendwie Kunden oder sowas hier gehabt? Ja, ab und zu kommen mal Kunden, die bei KFC waren, dann wollen die Nachtisch, dann kommen die hierher. Verkaufst du denn hier? Was verkaufst du denn hier in deiner Bäckerei? Einmal so Kekse. Aha. Und Kuchen natürlich. Kekse magst du wirklich? Ja, oha. Mhm. Und da drüben gibt es noch Blumen, aber die sind gerade ausverkauft. Okay, ja, kann ich mir so einen Keks oder sowas mal snacken? Ja, hier ein Keks. Was kostet einer? Ein Dia. Ein Dia? Ja. Das ist schon relativ teuer für einen Keks, oder? Nein, das ist sehr billig. Ja, ich habe gerade kein Dia dabei. Ich kann dir einen Goldapfel Ist okay, der erste ist gratis. Ich gebe dir einen Goldapfel, okay? Oh, okay. Ja, so ist es auch. Oh, wir machen jetzt mal gleich eine Geschmacksprobe, aber ich habe gerade leider noch gar keinen Hunger. Ich teste den gleich, aber die sind bestimmt richtig lecker, deine Kekse. Ja, auf jeden Fall, das sind die besten. Oha, okay. Hast du auch noch hier irgendwie, guck mal, hier so einen Mitarbeiterraum oder was hier? Ja, und da geht's runter in den Keller, da ist mein, ach, hier ist deine eigene, ist hier deine eigene Ki- Hä? Was ist das denn? Hörst du das? Was ist denn jetzt los? Alle nach oben kommen? Hey, warte mal, das ist doch der vom Lotus-Clan! Hä? Ich kenn dich doch! Team Böse, wir haben deinen Hund! Alter, gib Mr. Berger wieder! Hä? Dein Hund ist geklaut worden? Ja? Dieser Bäcker hier! Wird nicht mehr lange stehen. Hey! Was ist denn jetzt los? Nein, lass die. Hey, ich hab den Hund von der Crymax. Ey, Leute, stopp, hört auf, ich will meinen Hund wieder haben. Ja. Wenn mir was passiert, wird dieser Hund nie wiederkommen. Nein, Leute, der Lotus-Clan greift schon wieder an hier. Nein. Seht ihr diesen Bäcker hier? Hey, warte mal, Lotus-Clan. Das ist eine Sache zwischen uns in Paul Berger Hills, aber lass Flauschi in Ruhe. Die hat damit nichts zu tun. Ich weiß, Flauschi hat damit nichts zu tun, aber wir gehen immer auf die Schwächsten. Alter, hey, ich bin nicht schwach. Der Lotus-Clan ist so wenn du nicht schwach bist, was ist denn hier? Nein, das hat nichts zu tun. Meine Bäckerei! Alter, die arme Bäckerei von Flauschi! Hey, oh mein Gott. Die Hühnchen sind unten drin!
Max. Das bringt nichts, das bringt nichts. Wir müssen uns ihn schnappen. Hör auf. Aber warte. Wo ist Mr. Berger? Wenn du wissen willst, wo Mr. Berger ist, dann sag musst mir. Du dich ein paar Tage gedulden. Wir werden auf dich zukommen. Nein, töte ihn nicht. Kill ihn nicht. Ich will wissen, wo Mr. Berger ist. Ich brauch Wasser. Sehr gut. Wo habt ihr Mr. Berger versteckt? Wo ist Mr. Berger? Mr. Berger ist in unserem Hauptquartier. Wird aber bewacht. Du Ehrenloser. Auf Wiedersehen. Du Ehrenloser. Nein, ey. Mann. Wir finden dich. Verdammt. Ach, Mann. Ey. Meine schöne Bäckerei. Ey, Flauschi, Mann. Was tut mir voll leid, was hier passiert ist. Guck mal, wie tief nach unten das geht. Oha. Du hast ja über so eine Höhle gebaut. Hä? Oha, Alter. Ja. Ey. Oh. Hilfe. Mann, Mann, Mann. Flauschi, wann hast du die Bäckerei eröffnet? Vorgestern. Irgendwas schießt auf uns. Vorgestern und die ist jetzt schon zerstört worden. Ja, Mann, ey. Ich hab gedacht, ich bin hier sicher. Achtung. Ey, wer schießt hier auf uns? Irgendjemand, wer schießt hier auf uns? Au. Hä? Von wo? Von wo? Ist das wieder dieser Lotus-Clan-Typ? Der snipet hier auf uns. Hey. Leute, ich sag euch ehrlich, der Lotus-Clan muss gestoppt werden. Ihr habt's mir auch in die Kommentare geschrieben. Wir müssen hier wirklich was dagegen machen. Die terrorisieren hier wirklich jeden. Ey, Mann, Mann, Mann. Die war echt schön, die Bäckerei. Wir müssen zumachen, weil gleich ist es wieder dunkel. Wir können dir helfen, die wieder aufzubauen, Flauschi. Ich weiß jetzt nicht mehr wirklich, ob LazyTown doch der richtige Ort für mich ist. Ja, vielleicht ist doch Paulberger Hills besser. Leute, jemand von Team Böse war bei mir. Candy, wo ist Candy? Wo bist du? Mir auch. Wo bist du, Candy? Wir müssen vielleicht Candy retten. Ich muss deinen Keks essen. Oh, die sind echt lecker, Flauschi. Wenigstens etwas. Candy, schreib. Wir müssen Candy retten. Bin weggelaufen. Ja, okay, das ist schon mal gut. Alter, der wollte wissen, wo ihr seid. Ja, der hat meine Bäckerei gesprengt. Flauschis Bäckerei zerstört. Fühlt euch nicht zu sicher. Team Böse. Er ist da oben. Nein. Vorsicht, Vorsicht. Pass auf, er wirft noch TNT. Oh Mann. Hey Mann, das ist wirklich... Team Böse ist wieder da. Ich habe hier nochmal ein Wassereimer im Zweifelsfall. Nein, ey, hör mal auf, Mann. Team Böse. Der macht einfach weiter. Ist runtergefallen ins Wasser. Lass die Bäckerei jetzt in Ruhe. Mann. Oh nein, jetzt habe ich es noch angezündet. Ey, Max. Oh, sorry, ich wollte ihn treffen. Mann, ey. Oh mein Gott. Die arme Flauschi. Oha. Die ganze Bäckerei ist kaputt. Hilfe. Oh Mann, ich werde mit ihm jetzt schaffen, schöne Leute. Bäckerei. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Ich werde ihn jetzt schnappen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Gott, wir müssen los. Achtung! Jetzt kommen die Phantome! Die Drachen von Team Böse greifen an! I cry next! So, mir reicht's jetzt, mir reicht's jetzt. So. Ja, was willst du machen? Ich hab deinen Hund! Lass Mr. Berger in Ruhe! Wir werden Mr. Berger unversehrt zurückbringen. Aber dafür musst du uns einige Gefallen tun. Was willst du von mir? Und Flauschi! Ja! Leg dich niemals mit dem Team Böse an! Mach ich! Ich hab doch gar nichts gemacht! Nein! Achtung, Max! Alles gut, hab Wasser gemacht. Oha! Hey. Der Trick ist Wasser. Der Trick gegen Feuer oder TNT ist Wasser. Wir haben den Trick gegen TNT gefunden. Oh nein! Wir greifen ihn an! Nein, ich kann ihn nicht angreifen. Ich hab gar keine Elytra. Bro, Mann, wenn ich ihn angreife, dann ich weiß nicht, was die dann Mr. Berger antun, wenn ich den kille. Das stimmt. Nee, lieber auf Distanz gehen. Wir haben meinen Hund unter Kontrolle. Ich war schon bei dem Tempel von denen, aber da war nichts. Da gab's nichts zu holen. Oh, wie tief das hier geht. Holy moly. Alter, das ist richtig. Alles kaputt. Oh Mann. Hühnchen. Oha, die flüchten, meine Hühnchen flüchten. Nein. Flauschi, Mann. Soll ich dir Materialien geben, um das zu reparieren? Ich hab ein bisschen was so hier wenigstens zu machen. Oh Mann. Leute, Flauschi, tut mir echt leid, die Arme. Hier ist alles noch heile. Oben ist auch ein Riesenloch. Das ist echt, Digga, das ist zu ehrenlos. Oha. Das ist zu ehrenlos. Auch, dass die ganze Zeit immer nur Flauschi gehen. Die haben schon ihre Elytra zweimal entführt, wurde sie schon. Das ist echt, Digga, ich sag dir echt, Lotus-Clan muss gestoppt werden. Oder Team Böse. Oder wie die sich auch nennen. Hier oben ist auch ein Riesenloch. Ja. Meinst du, das war Team Böse, Team Lotus-Clan? Ja, safe. Nein, das war Team Böse, hat der gesagt. Ja, aber das ist Lotus-Clan. Ich habe die neulich verfolgt. Der hat auch, das war auch der Mr. Berger geklaut hat. Das war Lotus-Clan. 100 pro. Max, wer ist denn dein... Hä? Ich muss los! Alter, nein, Leute. Candy schreibt, da ist irgendjemand in meinem Haus und ich bin nicht zu Hause. Das heißt, das muss irgendjemand Fremdes sein. Ey, Leute, was ist denn jetzt hier los? Unser ganzes System, was wir uns aufgebaut haben. Unsere Stadt, alles, was wir so schön stundenlang aufgebaut haben, droht hier gerade zerstört zu werden von diesen Leuten. So, wer ist hier in meinem Haus? Warte mal, da oben, ich sehe jemanden. Ich sehe hier jemanden. Hier oben drauf! Das große B markiert, wo unsere neue Basis erscheint. Was heißt denn? Für was steht denn B? B für Böse, Team Böse für immer. Wo ist Mr. Berger? Sag mir jetzt, wo Mr. Berger ist.
Mr. Berger befindet sich in unserem Hauptquartier. Das Hauptquartier? Ich weiß, wo euer Hauptquartier ist. Das ist hier der Lotus-Clan-Tempel. Wir haben mit dem Lotus-Clan nichts zu tun. Hä, ihr seid nur neulich, als ich dich verfolgt habe, bist du zum Lotus-Clan geflogen. Ja, den hast du kaputt gemacht. Und jetzt denken die, du warst das. Oh nein, Leute, der mein hat mich böser auch... Plan. Der hat mich outplayed. Das ist gar nicht der Lotus-Clan. Die haben nur so gemacht, dass ich den Lotus-Clan angreife, dass Krieg entsteht. Boah, die sind echt raffiniert, ey. Mir ist egal, was mit Mr. Berger passiert. Du, du wirst jetzt... An alle Einheiten erledigt Mr. Berger, wenn ihr nicht zu mir hört. Mr. Berger. Mr. Berger platt. Er will Mr. Berger platt machen. Ich werde ihn jetzt platt machen. Ich komme zur Falle, Leute. Geht zur Falle. Falle? Will er mich in eine Falle reinlocken? Lofty, wir packen uns den. Ich habe keine Raketen mehr. Ich wiederhole. Amias Farm. Ich habe keine Raketen so, mehr. So, bleib stehen. Keine Raketen. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. So, du ergibst dich. Du kommst jetzt mit. Wir nehmen dich als Geisel. Mitkommen. Ja, ich komme mit. So, ich weiß schon genau, wo wir den reinstecken. So, komm mit. Ohne Faxen machen. Lass mich frei. Wenn du jetzt noch eine Rakete hast, dann ist jetzt deine letzte Chance, die herzugeben. Wir tauschen Mr. Berger gegen mich, sagen meine Kollegen. Mr. Berger gegen dich tauschen, ne? Das Wenn hört du Mr. Berger wieder haben willst, dann lass mich gehen. Das ist ein interessanter Deal, aber vielleicht bist du ja mehr wert als Mr. Berger jetzt. Nein, ich bin nur der Handlanger. Ich komm mit. Mitkommen. Lofty, du machst die Phantome weg. Ich passe hier auf den Typen auf. So, du kommst jetzt hier mit. Ohne Fuck, keine Faxen machen. Weg vom Wasser. Weg vom Wasser. Mitkommen. Okay. So, was machst du alles? Hör auf, ich schlag dich gleich. Du bist wanted. Du bist wanted. Was soll ich machen? Ja, dann komm jetzt mit. Wir tauschen Mr. Berger gegen dich. Rette Mr. Berger. So, hast du noch Holz? Nein. Lofty, hast du Holz? Ich hab Holz, ja. Komm her, wir bauen jetzt ein Boot und dann werden wir den Knast erstmal reinstecken fürs Erste. Ja, du gibst mir 3 Holz, Lofty. Damit kann ich kein Boot machen. Guck mal, der will abhauen. Mehr habe ich nicht. Ich auch nicht, Na gut, dann bleiben wir halt hier. Dann komm mit. Dann bleiben wir halt hier. Dann kommen sie halt nicht ins Gefängnis. Dann laufen wir halt. Mitkommen. Nein, ich hau nicht ab. Doch, der will abhauen. Ich weiß, dass der abhauen will. Mitkommen ein jetzt. Totem. Haha, auf Wiedersehen. Ich habe ein Totem aufgehoben. Oh mein Gott, woher hat er den Totem? Warte mal, okay, gut. Er will's wissen. Aua, okay, Leute. Ey, alle mal angreifen. Ich rufe alle Agenten von Team Böse. So. Lofty, wir lassen den nicht ankommen. Nee, lassen wir auch nicht. Die können wir nicht, ich hab einen Totem. Kommt alle her, alle Einheiten. Ja, hol doch mal deine Einheiten. Oh, okay, mein Totem, okay, bitte nicht schlagen, mein Totem ist weg. So, da, dein Totem ist weg. Dann komm jetzt an die Oberfläche. Komm hier auf Candys Yacht. Verdammt, ich dachte, ich kann abhauen. Aber ihr werdet das Team Böse niemals besiegen. Komm hier, rein in die Yacht, dass du nicht abhauen kannst. Hier hoch, rein hier. Wir werden dich jetzt hier... Elytra ausziehen. Ja, komm, hier rein in den Raum. So, Elytra ausziehen, Elytra abgeben. Verdammt, ich hab die erst wieder geklaut. Schon wieder von Flauschi. Ja, na klar. Die haben mich hier letztes Mal zurückgebracht. Warte mal, ich mach hier die Druckplatten weg. Lass mich raus. Hier kommt der nicht raus. Tür aufmachen. So, hast du noch eine Spitzhacke oder sowas dabei? Nein. Sehr gut, okay. So, also du sagst, ihr würdet Mr. Berger gegen dich eintauschen. Wir tauschen Mr. Berger gegen dich. Warum sollten wir das machen? Von dir können wir Informationen über Team Böse rausbekommen. Willst du deinen Hund nicht wieder haben? Wer sind denn jetzt? Job, wer ist denn überhaupt Team Böse? Team Böse sind ich und meine Kollegen. Ja, und wer gehört damit dazu? Das werde ich dir niemals verraten. Eher kannst du mich erledigen. Wer gehört mit dazu? Verdammt, wer gehört mit dazu? Nico ist dabei und wer? Johnny. Wer ist dabei? Nico und Johnny. Nico und Johnny, wer sind die? Ich kenne nur hier die YouTuber auf der Insel. Die Böse. Ja, auf irgendwelche Namen zu erfinden. Lofty, da ist nicht mal irgendein Name im Chat gekommen, den wir gerade gekillt haben. Wer war das? Wir wissen es nicht. Wie haben die das gemacht, dass man nicht mal sieht, wer das ist? Wer das spielt hier? Bro, ich glaube, seine eigenen Leute haben ihn umgebracht, weil er ihn verraten hat. Das kann sein. Weil die haben gemerkt, dass er gerade auspacken wollte und auf einmal haben die... Richtig. Nein. Oh mein Gott, magischer Zauber. Wir haben keine Informationen. Ich will hier raus. Ja, warte. Ich mache hier eine Druckplatte, wir laufen hier außen raus. Ja. Oh mein Gott, okay. Lofty, ich werde das hier mal noch ein bisschen kurz beobachten. Wir sehen uns, ja? Okay, bleib sicher, ja? Ich hau jetzt ab. Hey Leute, ganz komisch, was hier passiert. So, das Problem ist jetzt nur, Leute, wir wissen immer noch nicht, wo
Mr. Berger ist. Ich will auf jeden Fall Mr. Berger heute noch zurückholen. Und deswegen werde ich jetzt hier mal abwarten. Der Typ wird bestimmt gleich zurückkommen, um hier seinen Loot zu holen. Wir werden uns hier mal ganz kurz verstecken. Und wenn er jetzt hier gleich kommt, um seinen Loot zu holen, dann werden wir uns den nochmal packen. Und dann sage ich ihm, hey, ich habe ernst gemacht. Du siehst, ich rede nicht. Aber wo ist Mr. Berger? Wir werden jetzt hier mal kurz warten. So, Freunde, wir warten jetzt mal hier. Der Typ muss doch bestimmt hier gleich zurückkommen. Der wird ja nicht hier seinen Loot irgendwie so liegen lassen. Das Ding ist, ich muss unbedingt wissen, wer mit diesem Team böse zusammenhängt. Wer ist da alles dabei, Leute? Wer gehört da dazu? Das kann ja nicht sein. Es gibt hier Lotus-Clan, Netherite-Guards, Team Böse, Alpha-Clan. Was ist das denn hier alles? Vielleicht sind sogar Freunde von uns oder zumindest vermeintliche Freunde irgendwie hier in diesem Team Böse mit dabei. Ich weiß es nicht, Freunde. Keine Ahnung, aber wir warten jetzt hier mal schnell. Der muss ja locker eigentlich... Da ist er. Komm her, du kriegst dein Loot wieder. Komm her, hey, du kriegst dein Loot wieder. Letzte Chance, Mr. Berger oder mein Loot. Entscheide dich. Ja, komm rüber, du bekommst dein Loot wieder. Letzte Chance, Crymax. Komm her, Junge. Noch einmal so eine Sache und dein Hund ist Geschichte. Ey, du machst nicht hier die Drohungen. Ich spreche hier die Drohungen aus. Was willst du mir denn antun? Wir machen deinen Hund platt. Okay, komm her. Wir machen einen Deal. Wobei ich nicht weiß, ob man mit so Ehrenlosen wie dir überhaupt einen Deal machen sollte. Was ist der Deal? So, komm hier rein, nimm deine Sachen. Du darfst jetzt hier mit deinen Sachen gehen, ohne dass ich dich jetzt hier direkt wieder fertig mache. Und dafür zeigst du mir, wo ihr Mr. Berger versteckt habt. Okay. Ich will meinen Hund wieder. Das klingt nach dir. Mach die Tür auf. Sobald du irgendwie hier drüben, komm hier. Sobald ich merke, dass du hier irgendwie mich in die Irre oder in eine Falle locken willst, werde ich sofort dich mit meinem Bogen abschießen. Ich sag mal so, schicke G-Klasse in deiner Garage. Die gehört aber wohl nicht mehr dir. Die haben wir geklaut. Was? Hey, meine G-Klasse. Aber warte mal, war das ein Tipp? War das vielleicht ein Tipp von dem? War das hier vielleicht ein Tipp, dass mein Hund in meiner Garage ist, Leute? Team Böse für immer. Hey, wo ist denn mein Hund? Warte mal, wir gehen mal in meine Garage. Ey, haben die hier die Schaltung kaputt gemacht? Was soll das denn jetzt? Meine Garage geht auch nicht mehr auf. Och, Leute, ey, die bauen hier wirklich nur Müll. Die machen nur hier alles kaputt. Okay, jetzt geht's. Aber von außen, warum geht's denn von außen nicht? Okay, die Schaltung von außen ist irgendwie kaputt. Also die G-Klasse ist noch da. Aber wo? Wo soll hier mein Hund sein? Ach, Leute, der Typ hat mich verarscht. Och, Mann, ey. Der hat mich reingelegt. Team Böse. Alter, ey, das darf doch nicht wahr sein. Warte mal, ich werde nochmal rumfliegen. Wo ist der hin? Habe Sichtkontakt. Da ist er, da ist er. Hey! Hey, du da! Ja! Du hast mich reingelegt. Natürlich habe ich dich reingelegt. Ich hab's dir gesagt. Eine falsche Aktion ist mir egal. Ich knall dich jetzt ab. Okay, darf ich noch was sagen vorher? Wo, was? Wo ist mein Hund? Team Böse! Okay, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Jetzt packe ich ihn, ist mir egal. Ist mir egal, ist mir egal. Ich hab gleich keine Raketen, brauch Unterstützung, Paul Berger jetzt. Scheiße, wenn man immer nur so wenig Raketen mitnimmt. Brauch Unterstützung, wo ist mein Hund? 16 Raketen noch übrig. Wo ist mein Hund? Du wirst mich niemals kriegen, ein Crymax. Wo ist Mr. Berger? Angriffsmodus, Angriffsmodus. Okay, okay, Angriff, hä? Angriff. Du willst nicht, dass ich dich schlage. Okay, ich glaube anders. Anders lernt er es nicht, Leute. Anders lernt er. Ich muss ihn jetzt killen. Wo bist du? Wir haben noch 6 Raketen, gehen in Angriffsmodus. Leute, wir haben ihn einfach wieder gekillt. Wir haben ihn einfach wieder gekillt. Und ich werde mir hier die Raketen oder beziehungsweise die Elytra mitnehmen und die Flauschi erstmal wieder geben, wie letztes Mal. Leute, wir wissen immer noch nicht, wo unser Hund ist. Wie bitte? War das Lofty? Nein, Team Bö. Max! Der Lauschi. Hat mich verscheucht für immer. Darf nie wieder zurückkommen. Lauschi, guck mal hier, was ich hab. Ich hab den Typen schon wieder deine Rings. Ja. Yo, Timmy, was geht? Wir haben gerade echt ein Problem mit diesem Team Böse hier in der Stadt. Wieso? Was haben die denn gemacht? Ja, frag mal Flauschi. Die jagen die ganze Zeit ihre Sachen in die Luft und klauen ihre Elytra und sowas. Was? Ja. Das geht gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall was machen. Ey, aber Mr. Berger, mein Hund fehlt immer noch, Leute. Was? Oh Mann, weißt du nicht, wo der ist? Nein, der meint, der verrät es mir, aber hat mich natürlich angelogen, Team Böse, wie man das so kennt. Alter, was soll das denn? War ja klar. Wir müssen da zurück angreifen, sag ich dir ehrlich. Ja, ich hab den Typen jetzt gekillt, aber keine Ahnung. Wir wissen ja nicht, wer dahinter steckt. Keine Ahnung. Ja. Mr. Berger werde ich wohl nie wiedersehen. Wie sah der denn aus? Oh nein.
denn? Einfach ein schwarzer, dunkler Skin, der sieht richtig böse aus. Mit schwarzen weißen Augen. Auch lila-mäßig? Nee, einfach nur tiefschwarz, dunkle Stimme. Ja, naja. Vielleicht lässt er sich gleich wieder blicken, wer weiß. Ja, wenn ihr irgendwie meinen Hund oder sowas seht, sagt mir Bescheid, Leute, ja. Ja, ich wohne jetzt wieder hier, bis ich was Neues gefunden habe, wo ich hin kann. Ja, hoffentlich bleibst du hier, Flauschi. Ja, mal schauen. Hier fühle ich mich halt auch nicht besonders sicher. Naja, gut. Tschüss. Tschüss, Leute. Oh Mann, Leute, meine Einwohner. Ich als Bürgermeister schaff's nicht mal, dass meine Einwohner sich hier sicher fühlen. Das darf doch echt nicht wahr sein. Und Mr. Berger ist immer noch weg. Und die Schaltung hier ist auch kaputt. Aber warum? Warum ist die Schaltung hier kaputt? Verstehe nicht, was hier gerade ist. Hä? Hä? Wer hat hier was abgebaut? Irgendjemand hat hier was abgebaut, was soll das? Hä, und hier ist so voll der lange Weg, der runterführt. Warte mal, was ist hier unter meinem Haus, Leute? Denkt ihr, ich überlebe den Sturz hier? Ich nehme mal lieber Wasser in die Hand. Oh mein Gott. Hä? Hier ist ein richtig tiefer Bunker unter meinem Haus. Das geht hier übel tief runter. Oh mein Gott, fast gestorben. Bis hier wirklich nach ganz unten. Wer hat das hier gebaut unter meinem Haus? Hat das hier was mit diesem Team Böse zu tun? Und die haben auf jeden Fall meine Garagenschaltung kaputt gemacht. Wo führt hier dieser Weg hin, Leute? Ist das hier etwa der Unterschlupf von Team Böse, den wir hier gerade finden? Ey, das ist hier alles übelst verwinkelt. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wo ich hier überhaupt bin. Wer baut sich denn hier wie so ein Frettchen hier durch die Gegend? Minus 40. Alter, hier sind richtig tiefe Gänge hier unter Paulberger Hills. Wo führen hier die Gänge hin? Oh mein Gott, Leute. Was haben wir hier entdeckt? Ist das hier der Unterschlupf von Team Böse? Weiß nicht, wo das hier hinführt, Leute. Ist auf jeden Fall ganz verwinkelt hier alles. Wer baut denn hier sowas unter mein Haus? Irgendwas wurde hier gesucht. Wir sind fast ganz unten. Wir sind richtig tief unten, Leute. Was sind das hier für Gänge? Ich sehe hier gar nicht durch. Und dann geht es hier wieder in verschiedene Richtungen. Ich verstehe das hier alles nicht, Leute. Ich verstehe das hier alles nicht. Geheimgänge unter meinem Haus. Alles wird zerstört. Mein Hund wird entführt. Was hat es damit auf sich, Leute? Okay, ich werde jetzt nicht mal wieder an die Oberfläche gehen. Ich habe mich hier absolut verlaufen, Leute. Okay, Leute, das ist alles ganz, ganz mysteriös, was hier passiert. Okay, Leute, wir sind wieder da. Das ist alles ganz, ganz mysteriös, was hier passiert. Wir müssen das hier mal zumachen erstmal. Und hier fehlt einfach Redstone. Die haben einfach das Redstone hier abgebaut. Mann, was sind das denn für Leute, ey? Die wollen hier locker irgendwie so eine Geheimverbindung unter allen YouTuber-Häusern machen, damit die da besser sabotieren können und Sachen klauen können, Leute. So, wir brauchen jetzt aber erstmal Redstone, um das Ganze zu reparieren. So, haben wir überhaupt noch ein bisschen Redstone? Ja, einen Redstone-Block habe ich noch. Ja, das muss reichen. Kriegen wir ja einen neuen Redstone raus. Super. So, und jetzt müsste hier hoffentlich gleich wieder alles funktionieren. Wir testen das einmal. Hey, warte mal. Habt ihr das gerade gehört? Hört ihr das? Ich habe hier gerade ein Bellen gehört. Warte mal, hat der Typ vielleicht doch nicht gelogen? Mr. Berger? Mr. Berger, wenn du das bist, bell einmal. Mr. Berger! Mr. Berger? Doch, 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 hier war was, da war was, da war was. Da waren Bellen. Da waren Bellen. Mr. Berger, bist du hier unten? Mr. Berger! Die haben den hier die ganze Zeit unter meiner Einfahrt gehabt. Komm raus, Junge. Alter, der Arme war die ganze Zeit da eingesperrt in dieser dunklen Höhle. Hä, der ist geistig verwirrt. Guck mal, wo der rumrennt hier. Der ist ja komplett verwirrt. Der muss jetzt hier erstmal, braucht erstmal Freilauf. Wo rennst du denn hin? Was haben die mit dir gemacht? So, bleib mal hier erstmal sitzen. Der Arme, der ist komplett verwirrt, Leute. Der war hier 2 Wochen in so einer Höhle eingesperrt. Ey, das sind absolute Tierquäler. Ich sage euch, wie es ist. Dieses Team Böse, absolut ehrenlos. Sollten sich Team Ehrenlos nennen. So, du kommst jetzt erstmal wieder schön ins Haus rein. Komm mal erstmal ins Warme, Mr. Berger. So, komm mal hier. Hab renoviert in der Zwischenzeit, wo du weg warst. Hier sieht's ganz neu aus. Guck mal, komm erstmal ins Feuer. Setz dich erstmal hier ins warme Feuer, Junge. Ja, schön. Feini, feini. Ich hab jetzt kein Fleisch, aber ich kann den Fisch geben. Ah, will er nicht essen, schade.
Warte mal, komm mal hier noch ein Stück weiter. Komm hier richtig mal ans Feuer. Genau, hier setze dich hin. Und da bleibst du sitzen und wärmst dich auf. Oh mein Gott, Leute, das war's wieder gewesen. Richtig viel Action heute wieder hier in Paulberger Hills. Wir müssen Team Böse, Lotus Clan oder wer die auch immer sind, stoppen. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin haut rein, Leute, euer Crymax.